Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Praktikumsupdate Woche 2. Was ist hier so passiert? Ich habe hier keine Liste, an der ich mich abarbeite, und da fangen wir mal direkt an mit dem Montag. Ich bin aufgewacht und habe rausgeschaut durch dieses Fenster und habe nur Schnee gesehen. Ich dachte so, hä? In welcher Welt lebe ich denn jetzt? Habe dann schnell mal gerade geguckt, wie das Wetter in meiner Heimat Bielefeld so ist oder in anderen Teilen Deutschlands, und da war nicht so viel Schnee wie einfach hier in Bremen. Und das hat mich ein bisschen so, hä? So aus der Bahn gebracht, ganz kurz. Also ich war verwundert, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann auf dem Weg zur Arbeit habe ich so ein paar Schneefotos gemacht. Von so, wo ich dachte halt, das könnte man eventuell für die Zeitung gebrauchen. Ich hatte jetzt keinen Auftrag oder so, aber ich habe so ein paar gemacht und einfach mal hochgeladen. Wenn es benutzt wird, würde ich mich freuen. So. Und habe dann am Montag noch sehr viel recherchiert zu meinen Fotoreportage-Themen. Ein paar Mails geschrieben und mich einfach weiter informiert. Mehr war aber am Montag jetzt nicht. Kommen wir zum Dienstag. Da wurde mir von einem quasi Kollegen empfohlen, ich habe mal nämlich nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich so aus mit Mittagessen, wo geht ihr so hin, welche Erfahrungen habt ihr da so gesammelt, und da wurde mir die Markthalle 8 empfohlen. Das heißt, ich bin dann quasi am Mittag, so als ich meine Pause gemacht habe, dann Richtung Marktplatz gegangen und habe mir mir wurden zwei Sachen empfohlen, einmal eine Pommes, und also ein bestimmter Pommesladen, und dann die Markthalle 8. Da bin ich am Ende auch hingegangen und habe mir das mal angeschaut, habe mich aber an dem Tag entschieden, mir mal die Pommes auszuprobieren. Die waren sehr lecker. Und dann während dieses Rundgangs quasi habe ich ein paar Bilder gemacht und ein bisschen noch mehr mich eingelebt. Weil ich habe zum Beispiel häufig irgendwie gelesen von diesem Spuckstein, der hat mir gar nichts gesagt, aber es ist wohl ein sehr bekannter Stein hier in Bremen. Der ist da in der Nähe des Marktplatzes, in der Nähe des zentralen Punktes in einer Altstadt, genau. Und da habe ich auch ein Foto von gemacht. Aber am Dienstag war jetzt halt kein Schnee mehr, da ist über die Nacht halt verschwunden komplett. Das heißt, da habe ich so ein paar Frühlingsbilder gemacht von so Frühlingsblumen, die rausguckten, weil ich habe immer wieder aufgeschnappt, dass man sowas eventuell gebrauchen könnte. Also habe ich es gemacht. Bis jetzt wurde es noch nicht gebraucht, aber falls es jemand braucht, ist es auf jeden Fall da. Habe dann noch ein bisschen telefoniert und habe mich dann quasi informiert über diesen Drogenkonsumraum, wo ich eventuell quasi eine Story drüber mache. Habe dann telefoniert und dann hat jemand mitbekommen, wie ich quasi danach gefragt habe. Und dann kam ein junger Kerl auf mich zu, wo ich erst dachte so, was möchte der jetzt von mir? Und er ist jemand auch aus dieser Drogenszene, der auch abhängig war, ist, schon mal im Knast war. Der hat mir ein bisschen von seinem Leben anvertraut, gesagt, was ihm so widerfahren ist. Und hat mir gesagt, ich kann dir gerne jetzt diesen Drogenkonsumraum zeigen, komm mal mit. Und ich so, ich weiß ja nicht, ich wollte irgendwie eigentlich auch nicht mit, aber dann am Ende habe ich gesagt, okay, ja komm. Er hat mir echt viel erzählt, ein paar Einblicke in sein Leben gegeben, und dann bin ich ihm auch gefolgt. Er hat mir gezeigt, wo dieser Drogenkonsumraum ist. Habe dann auch noch von den Leuten vor Ort nochmal die Nummer bekommen, von der Chefin. Ja, es könnte eventuell eine Story von mir werden. Wir werden sehen, ich werde es weiter verfolgen. Kommen wir zum Mittwoch. Da ist ja eigentlich immer dieses grüne Sofa angeplant, dass ich mich da treffe, quasi mit meinen beiden Vorgesetzten. Die waren aber leider beide nicht da, das heißt, das ist ausgefallen. Und ich habe dann die Anfrage von der einen Fotografin bekommen, ob ich für sie Vertretung sein könnte am Donnerstag. Und ich sag so, okay, was ist es denn? Sie sagte so, ja, hier CDU-Landesparteitag. Ich so, okay, kann ich machen. Da hat sie mir alle Daten rüber geschickt, ich habe mich da angemeldet und bin dann, habe mich dann ein bisschen gefreut drauf, was mich da wohl also erwarten wird. Kommen wir zum Donnerstag. Am Mittwochabend, also als ich gegangen bin von der Arbeit, habe ich zum ersten Mal die Chefredakteurin getroffen. Die Chefin so von allem, die Leiterin. Und die hat sich einmal mir kurz vorgestellt, wer sie so ist. Und dann habe ich kurz gesagt, wer ich bin. Und sie hat mich dann eingeladen zum grünen Sofa am nächsten Tag. Sie meinte wohl irgendwie, dass irgendwie fast jeden Tag einmal so ein kleines Treffen ist am grünen Sofa um eine gewisse Uhrzeit, wo einfach alle Tagesthemen einmal besprochen werden. Wie liefen so die Zahlen der letzten Tage? Was kam gerade so gut an? Was könnte man demnächst so machen? Und da hat sie gesagt, ich soll einfach mal dazukommen am nächsten Tag und mich auch einmal vorstellen, weil da sind dann halt live zugeschaltet so auch alle anderen Redaktionen. Genau. Und dann bin ich dann nach Hause gegangen, am Donnerstag kam ich dann zur Arbeit, und dann war dieses Treffen dort mit der Leiterin,
Und da habe ich mich dann vorgestellt. War ganz interessant, mal auch alle Leute so kennenzulernen, mich einmal vorzustellen. Habe ich so einen kleinen Einblick bekommen, welche Redaktionen es so alle gibt, wo die so sitzen ungefähr. Jeder hat sich einmal mir vorgestellt. Genau. Ja, und dann an dem Tag habe ich nur ein bisschen wieder weiter recherchiert. Und dann ging es nach Hause für mich, hierhin, um halt dann um 18 Uhr pünktlich bei der CDU, beim CDU-Parteitag zu sein, Landesparteitag. Der war nämlich hier um die Ecke, echt nicht weit weg von mir. Bin hingegangen, habe mich dann mit dem Redakteur getroffen, der quasi den Artikel dazu schreibt. Er hat mir gesagt, was er sich so vorstellt an Bildern. Ich habe es probiert, das so umzusetzen. Bin dann um 19.40 Uhr schon hier wieder zurückgefahren, habe die Bilder fertig gemacht und dann pünktlich 2020 waren sie dann alle online, weil er hatte seine Abgabe um 21 Uhr, also hat auch alles geklappt. Und am nächsten Tag bin ich dann zur Arbeit gegangen und habe mein Bild in der Zeitung gesehen. Habe mich ein bisschen drüber gefreut. Habe dann auch ein Bild, also das war jetzt der Freitag dann, habe mich dann mit ihm kurz getroffen und gesagt so, hey, hier, waren die Bilder okay? Was könnte ich zum Beispiel anders machen? Oder was war nicht gut? Dann haben wir ein kleines Gespräch darüber gehabt, dass er schon einiges an den Bildern kritisiert hat. Und ich fand das gut, dass er das so offen gesagt hat. Und ich versuche es demnächst mal besser zu machen. Genau, aber am Morgen des Freitags wurde ich noch angerufen und da hat mir ein Redakteur zu mir gesagt, wir brauchen unbedingt heute ein Foto von einem Abriss, von einem Gebäude. Leider sind seine zwei Möglichkeiten alle ausgefallen, die Fotografin ist ausgefallen und seine Kollegin ist auch krank. Dann habe ich gesagt, klar, mache ich das. Und dann habe ich einen zweiten Anruf bekommen, als ich gerade dort war, brauchen wir doch nicht, also brauchen wir schon, aber der Auftrag fällt leider heute aus, weil es wieder angefangen hat zu schneien. Freitag war so ein Schneechaos. Wir haben jetzt heute gerade Samstag und ich rausgucke, liegt immer noch Schnee. Dafür schneit es gerade nicht so wie gestern, sondern heute ist blauer Himmel. Echt interessant und schön. Genau. Und zum Freitag dann, da habe ich auch einfach wieder, da war ich echt erstaunt vom Schnee. Habe ein paar Bilder gemacht noch und habe dann, ich habe mich dann viel noch weiter recherchiert zu meinen Themen. Ein paar Telefonate geführt und ich weiß auf jeden Fall, dass ein weiteres Thema wahrscheinlich klappen könnte. Dazu muss ich mich nächste Woche noch mit demjenigen treffen. Wird auch ein sehr spannendes Thema, sehr kontrovers auch. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein, wie man dran rangeht. Aber mehr dazu demnächst. Heute am Samstag versuche ich einfach ein bisschen mich auszuruhen und dieses Video hier zu machen. Und dann gibt es noch was Interessantes, nämlich morgen am Sonntag wurde ich gefragt, ob ich für eine Fotografin in einer Regionalausgabe die Vertretung sein könnte. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und bis jetzt kam nur ein Auftrag rein, dass ich in einem Schloss, in einem Schloss ist die Örtlichkeit und dort drin ist eine Buchlesung und da werde ich ein paar Fotos dann machen. Mal gucken, wie das so wird. Abgabe ist Montag 12 Uhr. Ich werde es aber wahrscheinlich schon morgen am Sonntagabend schon direkt abgeben, die Bilder. Mal sehen, ob noch ein paar weitere Termine reinkommen. Das kann ich ja alles am Laptop sehen. Genau. Aber so viel zu dieser Woche 2. Also Woche 2, es war am Anfang der Woche echt noch weniger zu tun. Aber so langsam kommen ja ein paar Aufgaben rein. Eine Sache habe ich vergessen zum Freitag. Ich habe ein paar Fotos noch gemacht, Porträts. Denn wenn quasi manche Redakteure was schreiben, gibt es zu denen dann so ein kleines Bild an der Seite. Da haben zwei mich gefragt, nämlich einmal ein Volontär und eine neue Kollegin, die neue Redakteurin, die da angefangen hat. Die beiden haben mich gefragt, ob ich für die quasi dieses Porträt machen könnte. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Habe ich für beide gemacht. Das war noch so zum Freitag ein kleiner Nachtrag. Aber so viel zur Woche am Anfang weniger zu tun und gegen Ende hin gab es langsam ein paar Aufgaben, was mich echt gefreut hat. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen noch so werden, welche Aufgaben noch dazukommen, ob jetzt meine ganzen Themen für die Fotoreportagen klappen oder nicht klappen. Gab schon eine Absage, aber zwei Zusagen. Ja, mal sehen, wie sich das so weiterentwickeln wird. Bleibt gespannt, ich bin es auch selber. Hat mich sehr gefreut über einen Kommentar, über eine Rückmeldung zu dem Video, zu weiteren Themen, weiteren Fragen würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, tschüssi!